Guten Tag, mein Name ist Klaus Arns. Ich betreibe eine Berufsimkerei in Müden an der Oertze in der Lüneburger Heide. Unseren Betrieb gibt es seit über 100 Jahren. Ich möchte euch dazu einladen, mich ein Jahr zu begleiten, damit ihr lernen könnt, was alles in der Imkerei dazu gehört. Es ist jetzt Frühjahr und ich beginne mit der ersten Nachschau, um zu gucken, hat das Volk alles, was es braucht? Also Nektar, Pollen, ist die Königin in Ordnung, gibt es genug Bienen? Das sind so die ersten wichtigen Arbeiten im Frühjahr, die ich erledigen muss. Das ist ein sogenannter Smoker. Da wird Feuer drin entzündet. Und durch das Feuer signalisiere ich den Bienen, hey Leute, der Wald brennt. Die stürzen sich dann auf ihre Honigvorräte, saugen sich den Magen voll und sind dann einfach zu schwerfällig, um den Imker zu stechen. Das ist das Absperrgitter. Das trennt die Königin. Die sitzt im unteren Raum von dem Honigraum, der halt überhalb des Absperrgitters sitzt, so dass ich den Honig separat habe von der Königin. Sonst, wenn Brutreste auf einer Honigwabe drauf sind, dann kann ich den Honig nicht schleudern. Das verbietet sich aus hygienischen Gründen. Also man guckt erstmal, ist noch genug Futter vorhanden? Ist eine Königin vorhanden? Sind ausreichend Bienen vorhanden? So dass man sagen kann, die Bienen können sich jetzt vernünftig entwickeln. Also wie man sieht, die Bienenvölker sind erwacht. Wie baut sich so ein Bienenvolk auf? Wir haben circa im Winter 20.000 bis 25.000 einzelne Wesen im Bienenvolk. Im Sommer sind es bis zu 50.000, 60.000 Bienen pro Bienenvolk. Also in so ein Bienenvolk gehören im Prinzip 500 männliche Drohnen rein. Die männliche Biene ist wesentlich größer wie die Biene. Die eigentlich nur zur Begattung der Königin da sind. Der Rest sind Arbeitsbienen, die halt den Honig ranholen und die ganze Arbeit im Bienenvolk machen. Und da ist auch die Königin. Sie kann in Spitzenzeiten bis zu 2000 Eier pro Tag legen. Insgesamt unterscheidet sie sich von einer Arbeitsbiene, indem sie circa ein Drittel größer ist. Hier sieht man auch ein sogenanntes Spielnäpfchen bzw. eine Königinzelle. Die Königin werden dann auch mit einem anderen Futter gefüttert. Das ist das Gelée Royal. Durch dieses Gelée Royal leben Königinnen wesentlich länger, werden bis zu 5 Jahre alt. Die Sommerbiene lebt circa 6 bis 8 Wochen. Die Winterbiene 6 bis 8 Monate. Also was man wissen muss, die Biene gibt es ja schon seit über 100 Millionen Jahren. Die braucht uns Menschen eigentlich gar nicht. Die kriegt das alles schon alleine hin. Im Frühjahr ist der Pollentisch reich gedeckt. Hier sieht man auch eine Biene, die gerade aus dem Löwenzahn kommt, mit reichlich Pollen an Bord. Das Powerfood der Biene. Wenn die Bienen so den Hinterleib schütteln, die haben irgendwas entdeckt. Das sind die Suchbienen, die morgens ganz früh ausfliegen. Die sagen den anderen Bienen Bescheid, wo ist jetzt was zu holen. Und dann fliegen die aus. Also die erste Zarge, die wir normalerweise schleudern, eine Zarge ist halt dieser Bereich. Die erste Produktion vom Honig verkaufen wir als Frühtracht. Das ist also ein allgemeiner Begriff, wo halt Frühjahrsblüher drin sind. Ansonsten kann man sagen, dass die Biene blütenstet ist. Also das heißt, wenn sie eine Tracht für sich entdeckt hat, die sehr intensiv ist, bleibt sie auch auf dieser Blüte stehen. Sodass die zweite Zarge, die dann auf dem Bienenvolk drauf sitzt, meistens einen Sortenhonig ergibt. Die Biene denkt in diesem Moment nicht an sich selber, sondern die Biene denkt immer im Sinne des Volkes. Im Prinzip ist das Volk das Tier an sich und nicht die einzelne Biene. Im Winter überwintern die Völker mit ca. 20.000 Bienen. Im Brutraum ist immer eine Temperatur von 30,5 Grad. Und im Winter ziehen sie sich in eine Kugel zusammen. Es wird auch keine Brut gemacht. Da wird abwechselnd gefroren. Innerhalb der Kugel haben wir eine Temperatur von 25 Grad. Und am Rand, da wird es dann auch schon mal bis zu 15 Grad bloß. Die Biene ist ja ein absoluter Baumeister, also ein Platzmeister. Die haben ja diese Sechseckform, die auch mittlerweile viel in der Industrie verwendet wird, weil man mit geringstem Materialeinsatz am meisten Stabilität entwickeln kann. Mhm.
Wir haben es Mitte Juni, kommen wir jetzt zur Ablegerbildung, wohingegen früher in der Korbbetriebsweise das Bienenvolk sich natürlich vermehrt hat, also durch eine Schwarmbetriebsweise. Das heißt, ca. 80 Wintervölker ergaben um die 200 Wirtschaftsvölker für die Heidetracht. Müssen wir heute in der modernen Magazinbetriebsweise die Ableger selber herstellen. Dafür nehmen wir pro Monat eine Brutwabe aus dem Bienenvolk. Das heißt im Mai 5 Waben, im Juni 6 Waben, im Juli 7 Waben, um halt wirklich sehr starke Ableger für die Heidetracht und für die Überwinterung zu erstellen. Ja, wichtig ist, dass wir hier die Königin finden. Nicht, dass wir dem Altvolk die Königin wegnehmen und den in den Ableger setzen. Und die Ableger sollen sich ja eine eigene Königin produzieren. Die ziehen sich halt von der offenen Brut einfach eine Königin nach. Das ist schon mal eine schöne Brutwabe, die ich den Ableger nehmen kann. Das ist jetzt eine Wabe, wo eigentlich keine Brut drauf ist, aber schon Pollen. So, dass wenn die Bienen die neue Königin fertig haben, dass sie gleich eine Grundernährung haben an Pollen. Die Mischung macht's. So, das ist auch eine schöne Wabe, weil hier jetzt auch viel Futter dabei ist. Das ist eine schöne offene Wabe. Die kriegt er auch mit rein. Jetzt haben wir 6 Waben. Für den Juni ist das ein starker Ableger. Den werde ich gut für die Heidetracht hinkriegen, aber auch ein schönes Wintervolk davon. Da kommen jetzt noch Waben rein und wenn ich den Ableger aufstelle, wird auch gleich gefüttert, sodass er für die nächsten Tage genug Versorgung hat. Das Volk muss sich ja noch entwickeln und dafür ist es wichtig, dass genug junge Bienen im Bienenvolk drin sind, die dann halt, so wie die Königin fertig ist, Nektar, Pollen sammeln, die Brut pflegen. Das Fluglauf verschließen, fertig ist der Ableger. So. Richtig guter Ableger. Den muss ich nachher meinem Sohn noch zeigen. Voller Stolz. Wir haben Anfang Juli, jetzt wollen wir die Ableger kontrollieren, ob die Königin begattet ist. Wie ist die Versorgung an Futter, Blütenpollen? Haben die Bienenvölker alles, was sie brauchen, um sich bis zur Heideblüte vernünftig zu entwickeln? Futter haben sie genug drin, von daher dürfte es nicht das Problem sein, ein starkes Volk herzustellen. Das ist jetzt die junge Königin, die die Bienen selber produziert haben. Anfang August, die Heide fängt an zu blühen. Das sind jetzt die Völker, die wir aus der Altmark hier wieder nach Hause holen zur Ernte des Heidehonigs. Die Völker stehen traditionell in der Region Salzwedel-Stendal. Da ist mein Großvater vor 100 Jahren schon mit seinen Bienenvölkern gewesen. Während die Kollegen bei den Bienenvölkern schon ans Einwintern denken, sind wir Anfang August mit den Bienenvölkern unterwegs, um sie in die Heide zu bringen. Die Bienen fliegen in der Heide bis ca. Mitte September, bis wir den Honig abgeräumt haben und auch so weit sind, dass wir die Völker einwintern können, haben wir Anfang Oktober. Also haben wir für die Gewinnung des Heidehonigs ca. 2 Monate extra Arbeit. Wir sind jetzt bei der Ernte des Heidehonigs, wir haben Mitte September. Wir ernten mit einem Fegefix, also das heißt, wir ziehen die Waben durch eine Bürste, um die Bienen zu entfernen. Wenn wir den Stand abgefegt haben, bringe ich die Zargen nach Hause und der Heidehonig wird geschleudert.
Und zum Honigschleudern müssen die Waben entdeckelt werden. Heidehonig ist sehr geleeartig, also muss er noch gesondert behandelt werden. Mit einer Stippmaschine werden die Zellen eingestöpselt, sodass der Honig überhaupt aus den Waben herauskommt. Dann durch die Schleuder wird der Honig ausgeschleudert. Danach findet unser Siebprozess statt durch einen Wachshonigseparator. Da wird er vom Wachs und Schwebstoffen gereinigt. Nachdem der Honig durch das Sieb am Separator ausgelaufen ist, schäumen wir am nächsten Tag den Honig ab, um halt die letzten Fremdkörper aus dem Honig zu entfernen. Also nicht jeder Imker ist in der Lage, wirklich guten Heidehonig zu produzieren. Um das grobe Kristallisieren zu vermeiden, impfen wir den Honig mit feincremigem Heidehonig aus dem Vorjahr, sodass wir eine cremige Masse erhalten. Beim Abfüllen ist es wichtig, dass natürlich 500 Gramm, so wie es draufsteht, auch im Glas drin sind. Die Gläser müssen vorweg gereinigt sein, Etiketten drauf und ab mit der guten Ware an den Kunden. Wichtig ist natürlich, dass man den Bienen nicht nur Honig entnimmt, sondern unsere Bienenvölker werden mit hochwertigem Futter eingefüttert, sodass sie die besten Startvoraussetzungen über den Winter ins neue Jahr haben. Ein großes Problem in der Imkerei ist natürlich die Varroamilbe. Wir arbeiten bei uns im Betrieb mit Säuren. Damit werden die Bienen benetzt. Die Bienen können diese Säuren ganz gut verarbeiten, aber die Varroamilben können sich nicht mehr an den Bienen festklammern. Die Imkerei ist eine sehr anstrengende Geschichte. Schwierig ist natürlich die Ernte und Produktion von Heidehonig. Es ist sehr spät im Jahr. Alle äußeren Faktoren müssen stimmen. Wenn ihr die Imkerei unterstützen wollt, bitte achtet darauf, wenn ihr Honig kauft, kauft ihn aus Deutschland. Und hilfreich wäre es, anstatt Steingärten wirklich Blühwiesen anzubieten, damit die Bienen, Wildbienen, Hummeln, alle Insekten was zu fressen haben. Zusätzlich zu der vielen Mehrarbeit, wie zum Beispiel extra Völkererstellung zur Heidetracht, Mehraufwand bei der Ernte des Honigs, sind natürlich auch viele Jahre, wo wir wenig bis gar keinen Heidehonig ernten, aber dieselbe Arbeit haben. Und deswegen ist der Honig etwas teurer. Heidehonig ist bernsteinfarben, hat einen sehr intensiven Geruch. Die Leute mögen das herzhafte Aroma vom Heidehonig. Wenn man ein Glas aufschraubt, riecht gleich die ganze Küche nach Heidehonig. Viele nutzen ihn zum Würzen von Speisen oder als Beigabe zum Tee. Ich selber esse ihn am liebsten auf Brot. Ein Geheimtipp soll sein, Ziegenkäse mit Heidehonig. Das soll ein ganz tolles Geschmackserlebnis sein. Wer keinen Ziegenkäse mag, kann natürlich Heidehonig auch zu jedem anderen Käse verkosten. Heidehonig ist sehr aromatisch, ist deswegen sehr beliebt bei Kennern. Aber auch jeder normale Honigkunde liebt eigentlich Heidehonig.